Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 hier in der Disaster Area, wo wir mit dem Bau des Vault 88 begonnen haben, indem wir ein riesengroßes Atrium versuchen hier zu bauen. Und ja, wir sind schon recht weit gekommen in der letzten Episode, haben aber hier dann ein ziemlich beschissenes Problem entdeckt, weil hier diese Hallways einfach, weil wir ja festgesetzt haben, wie wir das Ganze hier bauen müssen. Also, was für Dimensionen, weil wir hier ja diesen Doorway haben, die wir nicht irgendwie anders machen können, weil da ja der ganze Vault-Anfang schon vorgegeben ist. Ja, das weiß ich, dazu kommen wir noch, Lady. Und ja, deswegen können wir den jetzt nicht so perfekt so in die Mitte setzen, dass man so eine komplette Hallway durch dieses Ding hier bauen kann. Und ehrlich gesagt, weiß ich, ich glaube, spätestens an den Schienen wird das scheitern. Plus, dass wir diesen blöden Metallding jetzt hier haben, das einfach nur ultra viel Platz nach oben hinweg nimmt. Guck mal, das kommt jetzt schon fast da dran. Also ja, deswegen habe ich jetzt erstmal hier diese Doorway gebaut und weiß nicht so echt, wie man das Problem beheben soll, anders als einfach es so zu lassen, wie es jetzt ist. Was scheiße wäre, weil dann können meine Settler einfach hier so außen in dem ganzen Vault durch die Gegend laufen. Und das sollen sie eigentlich nicht. Deswegen, keine Ahnung, wie ich das Problem beheben soll, aber das soll jetzt erstmal nicht unser Anliegen sein. Ich denke, so viel mit dem Vault werde ich mich sowieso nicht befassen, denn ja, so viel Material habe ich wahrscheinlich gar nicht. Ich könnte mir natürlich was glitchen, aber eigentlich habe ich keine Lust dazu, das im Let's Play zu machen. Einfach, weil ich will, dass das Let's Play so... Das stimmt eigentlich gar nicht, weil mit den Kabeln und so habe ich sowieso schon ein paar Techniken angewendet, die nicht so ganz intended sind von den Designern. Na egal. Ich meine, also von wegen, ich will nicht irgendwie cheaten oder so. Aber ja, das habe ich eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, schon getan. Naja, aber wie gesagt, ich bin sowieso nicht so der Riesenbaumeister und so. Und mich sieht es eher zu den Abenteuern, deswegen werde ich den Vault erstmal nur so bauen, dass der Vault funktioniert. Und viel mehr werde ich dann auch im Let's Play nicht machen. So, ich würde sagen, jetzt wo wir das gemacht haben, werde ich erstmal hier die Wand weiterbauen, damit wir ungefähr einschätzen können, wie groß das Atrium letztendlich wird. Ach, dieses blöde Teil hier. So wäre das gedacht, ne? Dann hätte man da so eine mega hohe Decke. Aber ich lasse es, glaube ich, echt lieber. Bevor ich noch hier total durcheinander komme, mich total verfranse. Ich bleib lieber bei dem, was, was ich kann. So. So, da müsste jetzt irgendwie dieses Overseer-Fenster rein. Wie das funktioniert? Keine Ahnung. Wo haben wir das Teil denn? Es war nicht bei den Atriumstücken, kann das sein? Doch, da ist es. Da ist es doch. Nur, wie... Ah, da kann man das hinbauen. Alles klar. Gut, dann kommt da jetzt das Overseer-Fenster hin. Hier soll der Raum sein. Mal gerade angucken. Ja, etwa im Zentrum von diesem Dingen da und ja, das wollte ich so als Anhaltspunkt nehmen. Also, sag mal, jetzt greifen die aber wirklich alles an hier, ne? Hallo? Ich bin mitten im Vaultbau, ich habe keine Zeit für sowas. So, jetzt muss ich aber gucken, wie ich den Rest davon hier so hingebaut bekomme. So, hier könnte man sich schon mal mit dieser Wall mitbehelfen und dann einfach einen stinknormalen Floor hier hinbauen. So. Dann bin ich auch die paar Stücke da los, die ich jetzt schon mal in den Workshop abgelegt habe. So, jetzt brauchen wir noch dieses Ceiling. Ich könnte auch das hier da dran bauen, oder? Nee, könnte ich noch nicht mehr. Okay, das wollte ich nur gerade wissen. Hanging Floor Corner, Hanging Floor brauche ich. So. Und jetzt brauche ich nur noch Ceiling da oben dran.
Ja, dachte ich zumindest. Vielleicht Ceiling and Floor? Nee. Nee, nur die Ceiling, aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht. Ach, weil die Wand fehlt, ich Idiot, oder? Nee, das ist ja auch gleichzeitig Wand. Okay, da muss ich jetzt mal gerade nach oben latschen. Und mir mal angucken, warum das jetzt nicht so will, wie ich das will. Hey du. Oh, ups. Toll, jetzt bin ich extra hochgelatscht, um wieder runterzufallen. Ne, ich darf das da nicht hinbauen. Warum auch immer. Was soll die Scheiße? Das Ding kann ich da auch nicht hinbauen. Das gehört aber auch eigentlich gar nicht hin. Toll. Super. Und jetzt? Was bringt mir das Overseer-Window, wenn ich das mit absolut nichts irgendwie verwenden kann nach oben hin? In der Corner Top funktioniert auch nicht. Könnte ich vielleicht den austricksen und einfach hier so rüber was bauen? Sieht schlecht aus. Muss mal hier rüber. Nein, das will ich auch nicht. Nein. Also da bin ich jetzt überfragt. Moment mal. Da fällt mir gerade ein, das Fenster bringt mir sowieso nichts, wenn da der zweite Stock im Weg ist. Ne? Da ist was. Das bedeutet, das Ganze müsste eigentlich eins nach vorne. Hier vorne hin. Oh, ich glaube, jetzt sehe ich das Problem. Das Windows einfach wegen diesen komischen Dingern da vorne breiter als der Rest. Vielleicht würde das Ganze ja gehen, wenn ich es andersrum bauen würde. Nee, aber das ist sowieso alles verkehrt. Das Ding müsste nämlich eigentlich hier vorne hin. Und hier könnte man dann zumachen, sodass der Overseer wirklich so ein kleines Ding hat, so eine kleine Nische, wo er nach vorne gehen kann und dann in das Atrium gucken kann. Und da hier kann dann einfach keiner vorbei. Ist halt so. Das heißt, der hier, den stellen wir mal auf Seite. Nehmen stattdessen so ein Corner-Dingens, wenn wir es jetzt finden unter all den 10.000 Sachen, die hier sind. Den hier. Jetzt darf ich den natürlich nicht da einsetzen. So, geh mal darüber. So. Der Floor muss dann auch hier weg. Boah, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ne? So, kann das jetzt hier hin? Nein. Okay, ich fürchte, ich muss das mit dem Overseer-Window lassen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich lasse es einfach. So, dann bauen wir hier einfach erstmal fröhlich weiter, hier rüber. Nein, das waren die falschen. Moment, damit können sie aber vielleicht gehen. Nee, weil jetzt habe ich die Wand schon weg. Haha. Ob ich das Ding noch finde. Kann man das jetzt hier dran bauen? Ja, das würde gehen. Aber das Problem ist dieses Dachstück. Das ist nämlich das, was nicht funktioniert. Kann ich den hier umdrehen? Na. Na, mach jetzt. Fuck. Blödes Teil. Ah, ja.
Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, warum ich nicht gerne baue. Weil nichts so funktioniert, wie ich das haben will. Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber dann würde das mit dem Fenster funktionieren. Ja gut, das Ganze müsste jetzt hier eins rübersetzen. So. Gott, hier mal diese Rumprobiererei hier. So. Nur jetzt stellt sich halt wieder die Frage, kann ich hier so ein blödes Dings dran bauen? Was nicht so aussieht. Wieso nicht? Das macht absolut keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Wenn das nicht funktioniert, wie soll man das Fenster dann überhaupt einsetzen, wenn man kein Dach da dran bauen kann? Das ist so dämlich. Ich kapiere es nicht. Das funktioniert auch nicht. So würde es gehen. Das ist das Einzige, was funktioniert. Und das ist echt dumm. Dann habe ich die Wand da mitten im Zimmer. Das ist total bescheuert. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Anders geht es nicht. Es gibt kein verdammtes anderes Dach, was dahin passt. Das Einzige, was ich noch versuchen kann, ist aus irgendeinem anderen Bereich ein Dach zu finden. Wenn es überhaupt ein Dach gibt. Ja, man könnte das hier nehmen. Und selbst das geht nicht. What the fuck, Bethesda? Wie zur Hölle soll man diese scheiß Fenster benutzen? Ich muss jetzt mal gerade das Ding ins erste Stockwerk ziehen, nur um zu gucken, ob man dann irgendwie da eine Decke drauf bauen kann. Weil wenn das nicht geht, dann beweist das, dann ist das mal wieder ein perfektes Beispiel dafür, warum ich den Workshop absolut nicht leiden kann. Einfach weil der viel zu eingeschränkt ist, viel zu wenig Freiheiten bietet. Ich meine, das mit dem Snap und so weiter ist eine gute Idee, aber irgendwie schafft das für mich mehr Probleme als beseitigt. Man könnte eine Corner Top bauen, wenn die mal so will, wie man selbst. Das ist wirklich das Problem mit dem Workshop. Es macht nie das, was man will. Guck mal, das macht das immer auf die falsche Seite. Selbst wenn ich ihn richtig rumdrehe, macht das trotzdem auf die falsche Seite. Aha. Aber dann steht er so ein Stück über. Das ist doch bescheuert, ey. Ha, Double Window, warum nicht? Ja gut, man könnte einfach so eine Wall mit draufsetzen, ne? Und dann das Dach da dran bauen. Das würde gehen. Mal gucken, ob man das so auch machen kann. Dann hätte ich zwar so ein, an der Stelle so eine ganz hohe Decke, aber hey, wieso nicht? Falsche Richtung. Ne, ich brauche diese Wall mit. Wo ist die jetzt? Da ist sie. Und die geht jetzt natürlich nicht, oder was? Ich weiß nicht, ob ich da oben irgendwie stehen müsste oder so, aber es scheint nicht zu gehen. Doch, so. Ist jetzt richtig rum? Ich weiß es nicht. Wie muss sie überhaupt richtig rum? Doch, sieht gut aus.
Können wir jetzt hier noch eine oben drauf setzen? Sieht nicht so aus, weil dann bringt mir das auch nichts. Nein, das sollte nicht tun. Ich könnte höchstens ein zweistöckiges Overseer-Zimmer machen. Okay, versuchen wir die Standard-Ceiling, wenn ich sie jetzt finde. Da. Ne, dafür muss ich erst hoch. Das ist jetzt mega scheiße. So, den hier können wir auf jeden Fall erstmal wieder wegnehmen. Nicht die Corner, das hier brauche ich. So. Ach so, nein. Da war was. Dann brauche ich doch die Corner. So. Okay. Dann fange ich jetzt erstmal, glaube ich, an einem Overseer-Raum rumzubasteln. Das wird nämlich eher nervenaufreibend. So, hier brauchen wir erstmal Ceiling Floor. Brauche ich das dafür? Oder muss ich da irgendwas anderes hinbauen? Ne, Ceiling and Floor geht offensichtlich nicht. Nur Ceiling ist für ganz oben. Ja. Da muss ich da vielleicht die Domestic-Dinger bauen. Ne, nicht mal ein Floor kann ich da dran setzen. Also ja, mit den Atem-Dingern kann man hier nicht weiter. Gut, dann versuchen wir Rooms. Oh, was hier? Jetzt kann ich nichts da dran bauen, oder was? Aha, das ist schon mal was. Okay. So. Hätten wir das schon mal. So, darüber brauchen wir nicht. Ob da jetzt zwei oder nur eins von diesen Dingern hinpasst. Ich glaube nur eins. So, hier können wir einfach diese Mitdinger bauen, weil eine Wand haben wir da ja schon. Obwohl es ist keine schöne Wand. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch ein Window. Das wäre natürlich auch eine Option, ne? Noch ein Window. Und die kann man auch da dran bauen, okay. Wall Doorway. Wall, okay. Bauen wir das jetzt dahin? Was ist denn das denn hier? Auch eine Wall. Aber irgendwie eine andere Wall, ne? Jetzt weiß ich nur nicht, was an der anders ist. Also Kosten tun sie das gleiche. Sie sehen ein bisschen anders aus. So. Bauen wir erstmal so weiter, bis wir zu dem Problembereich kommen. So, wie groß soll das ganze Spiel werden? Ich würde sagen, bis dahin. Weil hier muss ja dann unten irgendwie es noch weitergehen, ne? So, wo ist die Corner? Da. Die brauche ich jetzt. So. Hätte man dann so eine Doorway? Weiß aber nicht, ob ich die haben will. So. Müssen wir nachher noch gucken, wie wir das jetzt genau ausstatten und so. Oh, ich glaube, da hätte ich eine Corner gebraucht, ne?
Es gibt ja noch Corner Doorways. Okay. Ja, hätte ich. Dann geh du mal da weg. Dann kommst du so da dran. So, Wall dahin. Jetzt muss ich nach oben und wir das Ganze mal von innen angucken. Geh du mal aus dem Weg, bitte. Danke. Ja. Kann doch was, oder? So. Gibt es hier eigentlich keinen. Achso, doch, hier mit. So. So. Wenn wir jetzt hier den mit einbauen könnten. Jawoll! Nice! Wir haben es geschafft! So, jetzt kommt der allerbeste Part. Muss es nur finden. Ich glaube, bei Doors ist das. Come on, come on. Yes! Oh yeah! Wir haben ein Fenster zum Atrium. Durch das Fenster kann man nicht viel sehen, weil das total verdreckt ist, aber ist mir egal. Wir haben ein Fenster. Holy shit. Es ist natürlich noch überall ultra dunkel drin, aber das wird erstmal so bleiben. Jetzt haben wir hier nur diese eine blöde Wand da, ne? Aber ich denke mal, das können wir jetzt noch nicht ändern. Dafür müsste man so ein anderes Ding hier hinbauen und wir wissen ja, was das für ein Problem gab, es überhaupt so hinzukriegen. Deswegen denke ich, lassen wir das einfach mal so. So, der Overseer-Raum, wie wir den noch möblieren oder so? Keine Ahnung, mal gucken. Das Einzige, was ich weiß, ist, der da kommt jetzt mit. Ey. Ich muss da dran. Push Clem to the limit. The power must flow. Ja, und du musst mal auf Seite gehen. Hey there. Push Clem to the limit. The power must flow. Dude. Geh jetzt bitte da weg. Fuck. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Ich komme nicht an meinen blöden Dingens dran. Ich nehme dein Bett weg. Okay. Die geht's nicht von diesem blöden Schreibtisch. Das ist doof. Da steht ja nämlich sehr scheiße. So, das Bett stelle ich erstmal. Das Desk wird ja eigentlich hier so zentral am meisten Sinn machen. Oder hier so. Naja, ist erstmal nur vorübergehend. Weil Overseer-Raum und Living Quarters sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Ich krieg da so ein Living Quarters noch hier nebendran in so einem Raum oder so irgendwas. Keine Ahnung, können wir später entscheiden. Auf jeden Fall hat er ein Comfy Pillow. Das ist doch toll. Oh, ich hab das Bett falsch rum. Einen Moment, das haben wir gleich. So, es bleibt eh nicht da stehen, aber egal. Ja, so wird das nicht funktionieren. Müssen wir auf die gute alte klassische Art machen. Nimm es wie ein Jedi. So. So. Ist jetzt doch irgendwie. Na, so ist es richtig, ne? Okay. So, das hätten wir geschafft. Dann müssen wir nur noch gucken, wie wir das hier so verpacken, ne? Ich würde sagen, hier machen wir dann einfach schon mal eine Wand hin. So, Atrium. So, jetzt mal hier so eine hässliche Ecke, aber da können wir jetzt nichts dran machen. So, da und da bräuchten wir auch noch welche.
Da bauen wir jetzt Floors einfach. So, so weit, so gut. Jetzt hat man da zwar so auf einmal so eine blaue Wand. Oh, und das Ding da. Der kann jetzt weg, ne? Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben es auch noch anders gelöst bekommen, zum Glück. Es sieht aber wirklich dumm aus, muss ich zugeben. Es sieht wirklich dumm aus. Egal, ich habe ein Fenster. So. Dann können wir jetzt hier auch noch so eine Wand hinsetzen. Die Wände so hier drunter. Vielleicht bauen wir einfach im Overseer-Raum nochmal eine Treppe nach unten, sodass sie hier unten so eine Living Quarters hat. Das wäre krass. Das ist voll cool. Ich glaube, so mache ich das. Aber zuerst muss ich gucken, wie ich das hier geregelt kriege. Und aus irgendeinem Grund darf ich hier keine Wand bauen. Das ist doof. Naja, ich kann auch direkt hier da die Hallway hinsetzen und ja. Ich glaube, das mache ich auch. Ich hätte es halt gern gehabt, dass es bis hier vorne geht und hier dann erst die Doorway ist, aber naja. Bevor das nicht funktioniert, aber irgendwie muss das doch funktionieren. Warum kann ich diese blöde Wand nicht hinbauen? Ne? Will der partout nicht machen. Vielleicht muss ich erst Floss da hinsetzen. Oh. Okay, ich glaube, ich weiß, warum es nicht geht. Das ist jetzt aber schwer scheiße. Aber vielleicht kann man austricksen. Vielleicht können wir den einfach wegnehmen, dafür so ein Corner-Dingens bauen. Nein, nicht das Corner-Dingens. So. Funktioniert. Dann können wir jetzt auch einfach die hier nehmen. So. Ach, jetzt haben wir hier drin schon dieses Stück, ne? Okay. Haben wir nicht noch eine Corner mit so freistehen? Ja, die hätte ich gebraucht. Guck mal. Jetzt haben wir da aber so einen Schlitz drin. Okay, wir bleiben doch lieber bei dem anderen. Ich weiß zwar nicht, wie wir das dann echt so hier unten verwenden sollen, aber bevor man da links und rechts so durchgucken kann, machen wir das lieber so. Oh Gott, ist das dämlich. Ja, ich bin ein graziler Baumeister. So ist das nun mal. So, aber jetzt können wir wirklich hier das Teil hinbauen. Jetzt bräuchte man so eine Corner-Hallway, ne? Keine Ahnung, ob man hier sowas hat. Sieht nicht so aus. Das ist jetzt scheiße. So. Ja gut, dann muss ich hier halt selber noch eine Wand reinbauen. Werde ich jetzt einfach mal rumprobieren, wie ich das auf die Reihe krieg. Denn wenn ich so auf die Uhr gucke, wird es sind wir schon wieder ist das schon wieder eine recht lange Folge geworden, aber wir haben den Overseer-Raum hier gekriegt und haben uns da jetzt ein bisschen reingesteigert. Aber ja, damit haben wir schon mal den Overseer-Raum erledigt. Auf der anderen Seite müssen noch die Living Quarters. Da muss ich noch den Zugang zu dem Dings da schaffen. Und ja, das Atrium müssen wir noch irgendwie ein bisschen hübscher gestalten. Das und noch viel, viel mehr in der nächsten Folge Fallout 4. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.